Ey Leute, eigentlich wollte ich mit Philo und Revi einfach nur eine Runde Songs raten aufnehmen, aber irgendwie wurde die ganze Zeit so rumgecheatet. Es wurde manipuliert. Das ist mein Geld, das kriegst du jetzt für Punkte. Konstant wurden Regeln verändert. Das ist eine verwirrte Müllshow, Bro. Was ist das für ein Scheiß? Teilweise wurde es sogar so ein bisschen körperlich. Egal, schaut einfach selber. Mach den Mund auf, ich will dann wirklich nicht testen. Du kannst nicht einfach, wenn ich gebuzzert habe, einfach reinreden. Mach den Mund auf, ich will einmal dein Würgereflex. Ich hab voll den heftigen Würgereflex. Okay, einmal testen. Wir machen heute Songsraten. Wir haben hier vor uns drei Buzzer. Das ist dieser Buzzer und einmal der und einmal der. Wow. Der Ole, das ist der Ole. Ole. Der spielt gleich. Ole. Ole. Der macht Songs, Play und dann müssen wir raten. Wir machen Songs, Songs raten, Digga, das muss doch nicht. Raten. Was? Ach so. Krass. Ja. Ja. Lisa ist der Joker. Wenn man nicht weiter weiß, kann man einfach sagen Lisa und dann muss sie sagen. Es gibt tausend Arten, jetzt Nein zu sagen. Aber die Frage ist, hätte ich die Wahl gehabt, Nein zu sagen? Na gut, fangen wir an. Ole. Bin ich für die erste Runde? Ja, alles klar. Ja. Von Queen! Ja, aber bei Minuspunkte, Minuspunkte, weil mein Buzzer war ja zuerst. Nein, ey, was? Ich hab das Gefühl, Ole, du machst das unfair. Nö. Wir laufen im Takt mit dem Waffen. Brauch beide Po von Shirin David. Was ist ja scheiße, Digga. Replay bitte wieder. Einmal bitte. Du hast nichts gesagt, Ole, du musst nicht nur so drücken. Natürlich. Du musst doch reden, du musst warten, bis ich rede. Hey, du musst Ole, das sind meine Punkte. Er hat nicht geredet. Ist ja locked in. Bro, wir sind ja nicht bei Twinty, wie gewinnt der Stärkste. Halt deine Fresse jetzt. Das sind meine Punkte. Nächste. Jeder guten Quizshow ist es locked in. Es ist keine gute Quizshow. Wir sitzen hier in einem verdreckten Hotelzimmer, wo alles vollgespritzt ist von. Okay, Ole muss bestimmen, wie lange man das Zeit hat. Ich hab's doch gesagt, Ole. Ich hab's ja gesagt. Also hab ich die Punkte, Ole, richtig? Ja? Mach mal nur einen Buzzer, dass ihr euch um einen Buzzer kloppt. It boy Jesus Christ, I bet on myself, I up my price, I kiss and I tell, I ain't got no time. Nur den Song oder auch den Interpret? Es geht für beides Punkte. Ach so, du bist so flexibel mit Punkten. Assi, Digga, dann ist auf jeden Fall Baby No Money. Ja, das hätte ich jetzt auch sagen können. Hättest du gar nicht sagen können. Ich werde dich erwürgen, bis deine Augen aus deinem scheiß Kopf platzen. Halt deine Fresse. Drück doch einfach mal ganz kurz auf die Stopptaste. Aber ich dachte auch, man muss beides sagen. Ole, warum erklärst du denn nicht das Spiel? Ole, Alter, ich komm gleich darüber. Ich komm da gerne auf euch zu. Also, ihr kriegt für Interpreten, Titel und für Features einen Punkt. Auch so, wenn man so Trivia-Wissen hat. Ey, das Cover ist gelb. Das Cover ist gelb. Das, sogar das hast du falsch gerade gemacht. Nächstes Lied, Ole. Seid ihr schon hier mit der Hand? Klar, warum nicht? Okay. Bist du ihr Schokolade? So, nämlich. Komm mal das ADHS mal wieder runterfahren, ein bisschen. Es ist schwer, sich zu kontrollieren. Bleib ruhig. So, du magst es doch auch. Ich bin ein Teil von dir. Jetzt musst du was sagen, du Arschloch. Das ist Deichkind. Und leider geil. Guck mal, aber Punkte geteilt, das ist auch doch. Ja, ist doch was Schönes hier. Wir machen Geschäfte. Ich war mal in einem Musikvideo von Deichkind. Wirklich? Wie hieß denn das, wo ich im Musikvideo war, Lisa? Hey, da habe ich extra so eine Szene aufgenommen. Da ist dann jemand mit einer Maske, mit einer Rezo-Maske und zieht die so ab und dann ist das einer von Deichkind. Bro, das ist echt crazy. Ist keiner danach gefragt, wenn du es einfach erzählt hast. Nächste. Wie er plötzlich interessant wird. Ach, Digga. Ich bin nicht 14 und depressiv, was ist das? Ist überhaupt kein Hacking. I live, Liebe macht Knacks. Aber die Demografie ist schon klar, ne? Also, I live, Liebe tut weh. Ich spiele nochmal weiter ab, ja? Vielleicht kommt ihr dann drauf. Hört nochmal genau auf die Stimme. Wie ist es nicht, I live? Gestern hattest du noch jemand besseren. Oh mein Gott! Das ist Julia Butix. Oh mein Gott, erkennst du sie nicht? Ja. Du hast sie nicht erkannt, Revi? Das ist crazy. Das ist ja eklig. Nein. Du. Ich bin krass, ne? Ich hab sie erkannt. Doch, ich hab's jetzt wohl erkannt. Mach nochmal. Ja, nachdem ich's gesagt habe, oder was? Julia Butix. Welcher Song? Die Liebe ist schmerzhaft, leider. Nein, warte. Glücklich allein. Es gibt allein. Nicht so viele. Nein, ist nicht glücklich allein. Es ist Ego. Es ist Ego. Das ist krass. Guck mal, wer von uns beiden kennt Julia besser? Du. Scheinbar. Ich. Nächste Runde. Ich kenne sie auch länger als du. Das weißt du doch gar nicht. Doch, ich kenne sie. Du weißt doch gar nicht, wie lange wir es kennen. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich hau gleich deinen Kopf auf den Tisch. Werd ihr ready für eine Special-Runde? Nein. Immer. Komm drauf an, was das bedeutet. Ich bin immer bereit. Ich würde gerne nach Hause. Mama, mein
Das heißt, dass wir einen Song genommen haben, die Lyrics davon, und durch eine AI in ein anderes Genre gepackt haben. Ach so, ja. Ah, ich gette. Weißt du noch, als wir am Meer waren? Baby, das ist Juju und Henning Mai mit Vermissen. Das ist richtig. Krass. Die kannst du. Ja. Nintendo Wii Theme. Ja. Dann ist aber falsch. Was denn? Wii U Theme? Nee, hey, es ist Mi vom Mi Channel. Oh, Bro. Oh, er hat recht. Er hat recht. Es ist nicht Nintendo Theme. Genau. Es wenn ist du jetzt bei Google eingibst Nintendo Wii U Theme, kommt dieser Song. Nein. Jetzt halt dann. Nein, 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 das ist Mi. Ja, er hat völlig recht. Oh mein Gott. Das ist Gewalt gewesen. Das ist Gewalt gewesen. Los! Vorbei, vorbei. Hier wieder Friede. Jeder einen Punkt? Ja, wir machen gut. Ohne Buzzer. Tape mal den Buzzer fest, sonst schlagen die sich damit. So, ich tape den jetzt fest. Okay, den nimmt jetzt keiner mehr mit. Okay. Der bleibt da, wo es ist und es wird sich hier nichts rütteln. Lisa. Nein. Lisa, du musst jetzt. Du musst, Lisa, du musst. Spiel nochmal ab. Kannst auch länger für Lisa machen. Ist Lisa im Bild? Hello there. Ja. Okay, Lisa. Keine Ahnung. Mach mal länger. Mach mal Refrain oder so. Ja, stopp. Es ist von BTS. Es ist von BTS. Und ich glaube. Mach mal weiter. Like Dynamite. Ja, ist das? Dynamite. Ich habe einen halben Punkt. Ich finde jeder hat Punkt verdient. Wir haben das zusammen gelöst. Also ich finde, Lisa hat relativ wenig. Hey, du hast weder BTS gesagt noch Dynamite. Du warst beim Team-Effort nicht dabei. Vielleicht doch nicht so ein guter Joker. Was hast du vor? Findest du es geil? Findest du es ein bisschen geil? Auch schon geil. Nicht von dir. Ach so, come on. Als hätten wir diese Energy nicht. Doch, wir haben diese Energy nicht. Ich will nach Hause. Ja. Ich will nicht mehr hier sein. Nächste Runde. Lisa! Ja, Lisa, warum? Oh, ich nehme sie. Ja, mit was? Mit welchem Song? Taylor Swift war klar. Warte. Der Song hat ein Feature. Ist es mit Florence? Lisa hat's richtig. Was? Wie heißt der Post Malone Song? Also ich bin der Joker. Keine Ahnung. Ja, aber du bist der Joker für mich gerade. Nee. Taylor Swift. Mit? Fortnite. Ja. Der Song heißt Fortnite? Ja, die ist voll Fan. Dankeschön, Lisa. Ich hab das Gefühl, ich hab noch keinen Punkt gemacht. Du kommst mir nur so vor. Also Ole, kann es auch sein, dass ich einfach, also dass wenn ich jetzt zum Beispiel was richtig habe, dass du mir auch vielleicht mehr Punkte als nur einen dann gibst, oder? Wenn du deinen Job behalten willst, meint er damit. So eine Jobsicherheit ist Ole, ja auch wie was, wichtig ist was dir das Verbleiben deiner Familie? Also ja. Abmahnungen können ja schnell passieren. Also ich sag ja nur, jeder macht Fehler. Ich bin auch noch in der Probezeit, ne? Bist du noch Probezeit? Ich bin noch Probezeit. Ole. So krass, dass du das so witzig machst, aber irgendwann wird das vor Gericht als Beweis gegen dich gespielt. Ja, das stimmt. Ole, gib uns den nächsten. Ole, play it. Wir haben wieder eine Special-Runde, wieder ein AI-Song. Special-Runde. Ole! AI-Song! Ole! Von einer, die ihr kennt, und sie lebt in der Glotze auf weißem Teppich. Hä? Ist das die Sendung mit der Maus? Ja, ne? Ja. War auch meine erste Interpretation, ja? Wer hat's gesungen? Stefan Raab. Krass. Oh, easy Punkte. Daran merkt man, wie alt ich bin, dass ich sowas kenne. Das hat sogar 3 Punkte jetzt gegeben, oder Ole? Bisschen frech von Ole, gerade. Es flackert das Licht. Alter, nein! Strube poppt die Herz von Lena. Hey, Digga. Wärst du nicht krank, ich würde so mit dir rummachen gerade. Alter, das macht mich so geil. Warum nicht mit mir? Doch, du, hey, ich hab ja nicht. Das eine schließt das andere nicht aus. Okay, gut. Ich war mit Riso im Hotel. Was habt ihr da gemacht? Möchte ich mich nicht zu äußern hier. Dann frage ich auch nicht nach. Guck mal, siehst du da an meinem Nachttisch steht einfach so eine Tube Mayo, ne? Ist das Lightgel oder Mayo? Das ist literally Mayo. Auf der Spotify-Party gab's das zum Mitnehmen. Ja, stimmt. Ja. Mayo. Ketchup und Mayo. Boah, du schmierst dich damit ein, du krankes Schwein. Manchmal. Du liebst es, dich mit Eigelb zu berühren. Aber es ist auch geil, es glitscht so schön. Cool, mach schnell, mach ganz schnell. Ich kann das nicht mehr hören. Nächster kommt rückwärts. Das ist mein Song, Glad You Came von Revi. Woher weiß ich's? Der läuft die ganze Zeit rückwärts in meinem Kopf. Ja. Gut, nächste Folge. Ich dachte mir damals. Lizard Mann von Revi, klar. Zu dem Song hast du das erste Mal, ich weiß es. Das warum? Ist auch das kommen ist jetzt mal mehr Revi-Songs oder was? Kommen jetzt alle Revi-Songs, die ihr jemals gemacht habt? Natürlich, das ist ein kleines Special. Ja. Folgt mir auf Spotify. Und Felix auch, du machst Musik? Was machst du hier, mein Hase? Lisa, bist du bereit? Nee. Ich mach jetzt nämlich den Joker zu dir. Ja, ich werde das mit Absicht machen. Egal, was passiert. Du bist so gemein heute. Ja, ne? Ja. Ara, Rechtsschutz. Hol dir eine. Ja, okay. Gut. Du wirst, dein Arsch wird verklagt. Immer rufen die Kunden. Bist du dumm? Summer Jam. Nein.
Tamam, weiß ich. Du hast gar nichts gesagt. Nein, ich hab Lisa gesagt. Tamam Jam und Kelsey Rabbit, Tamam. Da weiß man doch, dass das Tamam Tamam ist. Das war doch jetzt. Du musst deinen Würgereflex. Mach den Mund auf, ich will deinen Würgereflex testen. Du kannst nicht einfach, wenn ich gebuzzert habe, Papa. Nein. Ich bin krank, bei mir ist doof, dann wirst du dich anstecken. Nein, dann mach ich nicht. Dann wir machen das nur zeitgleich. Verpiss dich. Wir machen das nur zeitgleich. Nee, dann ist doof. Das ist wie früher mit Mama Papa, ne? Deal. Kartoffel auch gut und Opere. Gratin auf die 7 und. Ist das jetzt Knossi? Das ist Ecke Hüftgold wieder. Normale Kartoffeln auf die 1. Kartoffeln auf die 1, irgendwie so, ne? So, Musik ist so scheiße. Stimmt das wirklich? Weil ich hab's mir komplett ausgedacht. Stimmt das wirklich? Titel ist richtig. Das stimmt, Kartoffeln auf die 1? Dann gibt's noch Hermann Göring, ist falsch. Ja, Herr, ja. Das ist kein Malister, der oder? War das nicht. Das ist kein Malister. Es wäre jetzt auch ein Punkt, wenn ich... SS wer? Oh, SS wer? Warte, Ole, Ole! Also, wir müssen jetzt wieder einlenken, ne? Es wäre ein Punkt für euch, wenn ihr wisst, auf welchen Fußballer das überhaupt basiert. Florian Wirtz, klar. Ja, doch. Das war die TikTok, der Mann. Du hast ich mach das jetzt. Was war das denn hier gerade? Es hatte wieder so einen Touch. Ja, es war schon wieder. Da kam doch gerade wer hoch. Ich wir werden gecancelt. Der nächste Song ist rückwärts. Boah, es warm jetzt, ne? Langsam, ja? Ja. Ich glaube, Revi steckt uns einfach gerade das Zimmer. Das war neben das Lied. Ja? Ja. Barbaras Rabababa. Ja. Von Bodo Wartke und Marti Fischer. Krass. Hätte ich auch gewusst. Guck mal, so kann man aus deinen Schlappen voll nice einen kompletten Schuh machen, weißt du? Hat ja auch was mit Mode zu tun. Und schon ist ready für die große Wanderung. Danke. Ich finde, es sieht hot aus. Ich möchte ein bisschen dran zacken. An dem Ding hier? An dem Bro, wie kannst du wirklich alles, was hier in diesem Raum ist, realisieren? Wie geht das? Ich hab das. Bro, nein, irgendwas ist mit dir. Du sagst, ich will es in den Mund nehmen. Ich finde, zacken ist ja nichts Sexuelles. Hä? Jemand in den Fuß zu zacken ist nichts. Alice? Ich hab nicht Fuß gesagt. You wanna put him in your mouth. Bist du bereit? Klar, immer. Okay. Keine Zeit. Über Grenze durch die Alpen, hör drei Fragezeichen. Und die Landschaft. Pascha nehmen. Jetzt hab ich's. KF Löwenkind. Falsch gedacht, du alte. War das Sommergewitter? Nein. Pascha nehmen Mittelmeer. Und mal wieder teilen wir uns die Punkte und der Idiot hat gerade es bekommen. Hey, warum? Ich hab doch was von ihm gesagt. Bro, du kleiner Huren. Du kriegst ja nichts an Punkten. Wer bekommt doch gar nichts? Ich hab ihn abgeworben. Ich hab ihn abgeworben. Er hat einen Arbeitsvertrag unterschrieben, als du dich hingeguckt hast, du Bast. Zahlst du mehr? Natürlich. Nein, du zahlst immer nur Mindestlohn. Das weiß ich doch. Aber du zahlst unter Mindestlohn, du Fotz. 20 Stunden mit Mindestlohn, aber er macht 40. Gib ihm Zeit. Kannst ihm kurz. Er braucht das kurz, um wieder zu rechargen, um einfach wieder ein bisschen Energie zu bekommen. Das ist auch wichtig. Gen Z halt, ne? Ja, ja. Scheiß iPad-Kid. Erstmal ein bisschen Subway-Surfer. Lass ihn. Das sind die Kids, die brauchen das. Ja. Die jungen Leute brauchen das manchmal so. Du kannst auch, ich habe mit einem Lehrer mich unterhalten neulich, das ist immer so in der Klasse. Alle. Sonst kannst du kein Mathe machen. Willst du vapen, Felix? Was? Willst du vapen? Nächster Song, Ole. Kommt. Jetzt komme ich erst nicht in Fahrt. Dua Lipa. Dua Lipa. Mehr weiß ich nicht. Season's over. Das davor. Training Season's over. Ohne das letzte. Training Seasons. Das gibt 10 Punkte. 10? Vielleicht auch 5. 10? The Müllshow, Bro. Was ist das für ein Scheiß? Das ist dein Job, du hier Versager. Hier wird alles so torpediert. Ich merke das schon richtig. Ich habe mich hier gefreut auf das so eine richtig... Das ist richtig doller Käse. Das Ding ist, man sieht es nicht hinter der Kamera, aber es sind hier noch mehr Leute, als ihr schon wisst. Es sind da noch 2 weitere und da hinten auch noch welche. In meinem Bett habe ich auch noch 2. Hallo. Es riecht richtig doll an einem ungewaschenen Schwanz hier irgendwie. Ja, aber es gibt auch nicht mehr Fenster als das, ne? Also das ist Maximum von Luft, was wir... Bah, Bro, das bist wirklich du. Das ist wirklich ekelhaft. Da war doch keine Sechse. Geisteskrank, Digga. Das ist locker ein Zentimeter Käse. Das ist krass. Kannst du den so richtig abschaben? Ole. Ah, ja, ich sag's ja aber nicht. Hä? In der Ghetto? Ja.
von Skrillex. Richtig. Ich wusste es, aber ich sag's nicht. Ja, cool. Das hättest du wissen müssen. Ich hab doch gerade gesagt, DJ! Ich hab doch gerade gesagt, ich weiß es, aber ich sag's nicht. Ach Quatsch, das hast du nicht gesagt. Wo ist mein Mic? Gib mir deine Eier. Wo ist denn mein Mic? Wo ist denn dein Mic? Mach das jetzt nicht. Oh nein, nein, nein. Oh mein Gott. Das ist geisteskrank. Das kommt aus seinem Bauch. Das kommt aus seinem Bauch. Nein, 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 warte. Das ist Lisas Haare, weil Lisas Haare sind überall. Und jetzt fragt ihr euch, warum sind Lisas Haare in deinem Bauch? In deinem Bauchnabel? Gefängnis. Ist das so richtig? Ich will das nicht hier oben dran machen, sonst klimpert das. Komm her, warte. Mach das schön still. Ah, kann man es hören? Hört man mich? Houdini. Das war ganz eindeutig gleichzeitig. Hä? Oder wollt ihr einfach beide Punkte? Ja, ich ja? auch. Ja, okay. Kann ich auch einen halben? Was ist das für eine Frage? Ja, er ist gegen mich auch, glaube ich. Ole? Alle hier in diesem Zimmer. Er hat dir schon extra Punkte gegeben. Ich habe gerade auch noch mal einen halben bekommen. Weil ich nicht gefragt habe. Wow, geil. Nächster Song ist wieder rückwärts. Durch die Museen von Tokyo Hotel. Boah. Feature sind Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, alles Punkte. Gustav und Georg, alles Punkte. 8 Punkte. Wie heißt Gustav mit Nachnamen? Gustav. Ey, hey, hey. Wieso nimmst du das denn nicht? Da gibt man dir einmal einen Vorteil. Gib doch mal, Ole, hier, Geld. Das ist mein Geld, das kriegst du jetzt für Punkte. Ole, für einen Fünfer, 5 Punkte. Ole, hier. Ole, für einen Fuffi kriegst du noch ein bisschen mehr. 50 dafür, das Geld, du kleines. Das ist 70 Euro und ein Punkt. Ist das Köppels? Ist das Köppels? Frank Sinatra, keine Ahnung. Ja, okay. Wer soll sonst gewesen sein? That's life. Ist das Köppels? Totalen Krieg. Sehen Sie nur, was aus uns geworden ist. Steig in den Sportwagen. Sag mal, war richtig? Reicht mir schon. Teledin. Mit Capital Bra zusammen. Das ist ein Punkt. Das sind 2 Punkte. Hey, aber ich hab Teledin gesagt. Du. Hey, wirklich, es ist so scheiße. Ich glaube, ich werde hier so abgezogen. Lisa, merkst du das? Nee. Ey, wow, du hast es gemerkt. Ich hab's in deinem Blick gesehen, du hast es gemerkt. Du willst nicht für mich aussagen. Guck mal, wenn ich dir das aufsetze, dann werden die Gedanken leiser. Warning, this is a toy, does not provide protection. Stell dir mal vor, du gehst so zu einer Baustelle hin und da läuft jemand mit so einem Helm rum. Und dann verklagt er dich, weil er so einen Stein auf den Kopf hat. Oben dran. Ich möchte das nicht. Was ist das denn? Urin. Es riecht nach Fotze. Fortnite. Ist so unangenehm. Wieso stelle ich mir das so sehr vor, wie du diesen verfickten Wiki-Helm anders und dabei bummst? Wirklich, das ist so scheiße, diese Vorstellung. Hab ich gestern noch gemacht. Ey, ist das ein kleiner Fiebertraum hier. Sollen wir uns alle wieder rein? Sabrina kam da mit Espresso. Sabrina! Samantha Carpenter mit Espresso. Die hat ein Album jetzt rausgebracht, ne? Nicht jetzt promoten, just. Nicht promoten. Nicht nein, promoten. Nein, aber doch, aber vielleicht doch. Nimm den Finger runter. Nimm das Album. Bist du Geld? Ja, die gibt mir Geld. Dann mach. Die Sabrina und wir, sie sind so und die gibt mir Geld. Die hat wirklich ein starkes Album gemacht. Ich kotze gleich. Wirklich? Ich muss kotzen. Hey, Revi, wenn du krank bist und ich wegen dir krank werde, muss ich dich töten. Ich meine das wirklich ernst. Ich werde schon wieder gesund gerade. Ich werde dich. Ich bin jetzt noch an der. Ich bin am Wege der Besserung und stecke aber gerade noch Leute an. So geil. Mein Test ist positiv, doppelt. Ich bin noch nicht geimpft. Nächste. Nächste Runde ist wieder ein AI-Song. Boah, jetzt seid ihr aber. Ein Arm auf den Lenker. Feier mich nur selber. Photoshop, ApoRed. Nein, ApoRed mit Babawagen. Ey, fick dich. Warum denn? Ich möchte dich nicht mehr berühren. Wir machen das gemeinsam, Punkte. Hey, hallo? Das Auto fährt weiter. Wow, 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 wow. Das Auto fährt weiter. Stopp, rote Ampel. Kurz innehalten. Grüne Ampel. Oder machen wir weiter? Ja, ja. Luciano und H. Mit? Your s*** is on fire. Bamba? Richtig. Ja? Ja. Oh, ja. Um wie viel Geld geht's in dieser Show? Wie viel ist für dich viel Geld, ist die Frage. 100.000 Euro. Da geht's los. Also, und darunter stehst du nicht auf. Kann man weniger als 100.000 verdienen am Tag? Sie.
Ey! Guck mal. Willst du stehen? Hörst du wohl mal auf, willst du noch in dem Stehen machen? Dass mehr Energie ist? Warte, pass auf. Willst du? Wir können doch das hier festtapen und das hier jetzt im Stehen haben, weil dann ist das auch weiter oben. Digga, wie ich hier umgeräumt habe! Oh mein Gott, oh mein Gott! Mach das kaputt! Aber das geht doch! Wir können doch jetzt stehen. Ein bisschen mehr Energie, oder nicht? Klar. Darf ich mal anfassen? Klar. Ist voll schön. Alle Körper, auch dein Körper. Echt, auch meiner? Ich hab doch auch hier, guck mal. Boah, das ist doch geil. Ja, weiß ich nicht. So geil ist das nicht. Es ist schon. Doch, der Schiff. Ich find's gut. Da sind echt viele Haare hier so dran auch. Ich kotze gleich. Nächste. Natasha Benningfield mit Unwritten. Richtig. Guck mal, wenn ich stehe, dann wird mein Gehirn besser geblutet. Wie viele Tracks sind's noch? Noch so zwei. Okay. Dann geht's jetzt um alles. Die letzten doppelte Punkte. Ich wollte noch einen Rückwärtssong. Okay, jetzt. Ein Rückwärtssong, vierfache Punkte. Levels von Avicii. Levels von Avicii. Sag mal, Philomus. Levels von Avicii. Ich hab da reingehustet, jetzt hast du's. Papa, ich geh weg von dir. Ich geh weg von dir mit Absicht. Oh mein Gott. Mach das doch nicht. Der war gut. Ich stell dir den in Rechnung. Du machst mich krank, ich hab Ausfälle wegen dir und dann ist wie das noch... Wie viel Euro wird dir anmachen, deinen Schwanz da reinhalten? Immer. Aus den folgenden Szenen können wir auf dieser Plattform leider nur Ausschnitte zeigen. Dass wir, nur, dass sich alle kurz wegdrehen? Ey, aber wenn du in die Mitte deinen reinhältst, dann passiert ja gar nichts. Dann dreht er sich nur ein bisschen und wird so aufgedreht. Ja, dann genau, wird er so aufgedreht. Ich glaube, das ist mein neues Ding. Ich bin nicht Peter Mann Staubsauger, weil ich Sebastian Mayer Ventilator auch geil. Sollen wir den letzten Song machen? Machst du den Buzzer wieder dran? Wo ist der Button? Bro, das Ding ist durch. Wir müssen jetzt einfach... Ja, sonst haut einfach den Ventilator um. Ja, okay, wir hauen den Ventilator um. Das ist... Machen Leben von Sonntag bis Sonntag besonders. Ich bin Commodore Song. Jeremias Sommer. Aber du hast den Ventilator nicht umgeschmissen. Deswegen ist es nur ein... Jeremias, ich und der Sommer. Sommer und ich. Alles klar. Und Jeremias Sommer und ich. Die finalen Punkte könnt ihr jetzt hier an dieser Stelle sehen. Es war mir ein großes... Es war mir eine große Freude, zusammen mit Füller und Reden diese Folge hier. Ihr könnt so einmal kurz aufhören, ich gebe wirklich Anfälle. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, ich habe was gelernt und folgt auch den anderen beiden. Hier sind die Kanäle verlinkt und unten in der Videobeschreibung auch. Und er macht Musik, er versucht. Digga, ist es nicht eigentlich mein Job, Musik zu kennen? Ja, schon, oder? Eigentlich schon. Eigentlich, ja. Als DJ, ja?